Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde. Die listigen Kobolde machten alles gemeinsam, bis eines Tages die Dunkelheit das große Holzhaus überkam, in dem sie lebten. Der Dunkelheit beschuldigt, wurde der Bruder aus dem Wald verbannt, während seine Schwester bleiben musste. Zehn Jahre später gab es ein großes Wiedersehen. Und gemeinsam stellten sie sich der Dunkelheit im großen Holzhaus. Sie baten ihre Freunde im Wald um Hilfe. Doch niemand wollte sie auf ihrer Reise in die Vergangenheit begleiten. Und so fanden sich die Kobolde ganz allein im Wald wieder und versuchten zu ergründen, wieso das große Holzhaus in Dunkelheit gehüllt war. Wir könnten auch morgen im Wald Kompass und Nordstern spielen. Dann vergiss deine Mütze nicht. Vergiss du sie lieber nicht. Okay, wer will Eiscreme? Ich! Dann los. Wortlos ging sie nach draußen und begrub das Diadem unter dem jungen Baum. Und mit dem letzten Häufchen Erde nahm sie Abschied von ihrem Diadem und damit auch von ihrem alten Selbst. Jetzt musste die Prinzessin nach vorne sehen und ihren Platz in der Welt finden, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit Diadem und schönem Kleid war, sondern eine fahle Frau, allein im tiefen alten Wald. Und so verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz und ihren Titel. Ich mag die Geschichte nicht. Die ist ohne Kobolde und total deprimierend. Wir lesen sie nicht nochmal. Ich hab dich lieb, Mom. Ich nicht. Spaß. Hab dich lieb, Mom. Ich euch auch. Schlaft und träumt schön, meine Täubchen. Olli? Olli? So eine Verschwendung. Allison! Olli! Allison, Hilfe! Yes.
Hilfe rufen. Alles. Ich habe Mom getötet. Ich habe sie getötet. War sie denn da überhaupt schon tot? Oder war das nicht eher, dass sie nur vielleicht ohnmächtig geworden ist, ins Wasser gefallen ist? Oh! In Ordnung? Ich dachte, hierher zu kommen würde ein Lebenskapitel abschließen, weißt du? Aber stattdessen graben wir eine elende Prequel-Trilogie aus. Oh, ja, irgendwie schon. Okay, nein. Soweit lassen wir es nicht wieder kommen. Komm, auf! Mit todlangweiliger Arbeit vergisst man all seine Sorgen. Ach, können wir nicht lieber Kaffee trinken? Nein. Auf die Beine, Soldat. Okay. Verschieben wir das Packen und kümmern uns um die Möbel. Wenn wir genug geschafft haben, fahre ich mit dir in die Stadt und kaufe dir tonnenweise Eis. Schokominze? 2 Tonnen. Abgemacht. Kobalt heißt behalten, Dollarzeichen heißt spenden oder verkaufen und Mülleimer heißt, naja, Müll. Übrigens habe ich heute Morgen schon das meiste aus dem Badezimmer geräumt, aber die Toilette steht noch. Wie großzügig von dir. Na, wunderbar. So, so. Ja, dann markieren wir doch mal alles, was wir finden können.
Maske behalten. Kaminfeuer behalten. Was ist das da oben? Was für eine hübsche Vase. Ob meine Pferdefigur wohl noch da drin ist? Deine was bitte? Deine was bitte? Du weißt schon, mein Spielzeugpferd mit dem fast geschmolzenen Gesicht, das du mir geklaut hast. Was? Das stimmt nicht. Doch, natürlich. Ich hatte es damals auf dieser kleinen Halloween-Feier in der Schule gewonnen. Du hast es dann in der Vase versteckt. Als ich es holen wollte, meintest du, es sei auch eine Schlange drin. Och, das ist aber nett. Halt, halt, stopp mal. Das mit der Schlange weiß ich noch, aber wer das Pferd gewonnen hat, war ich. Und du hast geheult, weil du nichts gewonnen hast, also habe ich es dir gegeben. Das macht keinen Sinn. Warum verstecken, wenn du es mir gegeben hast? Weil Kinder eben so sind. Ja, aber ich bin unfähig, da hinzugreifen und zu gucken, ob dann tatsächlich noch da ist. Können wir raus? Können wir die Chips behalten? Der ist echt eklig. Ja, was ist passiert? Ich habe was verschüttet und das war das Ende von Teepartys im Haus. Hab ihn unter Spielzeug versteckt. Aber das wurde natürlich irgendwann weggeräumt. Guter Schachzug, Ronan. Ich hatte so Angst, dass Marianne mir auf ewig Hausarrest erteilt. Hat sie aber nicht, oder? Nein. Ich weiß noch, wie sie meinte, dass Unfälle bei ausreichend abenteuerlichem Spiel nun mal passieren. Und dass es kein großes Ding sei. Trotzdem, keine Teepartys mehr im Haus. Ja, schade. Hey, was sehe ich denn da oben? Kann ich das von hier? Ja, ja. Diese Paddel sind echt cool. Meine. Oh. Tyler. Ich schätze, es ist Zeit, diese Bilder abzunehmen. Ja, und was sollen wir mit denen machen? Die behalten, egal ob das schlechte oder gute Erinnerungen sind. Es sind Bilder von eurer Familie. Die meisten davon sind glückliche Erinnerungen. Scheint so. Hier siehst du süß aus. Das bin ich nicht. Naja, schon, aber... Aber nicht wirklich. Verstehe. Es ist schräg, mich wieder so zu sehen. Mann, dachte nicht, dass mich ein Bild noch so umhauen würde. Hat die Therapie denn geholfen? Oh, ja, definitiv. Meine Therapeutin hat verstanden, dass ich ein Junge bin. Und sie hat mich auf die Reaktion der anderen vorbereitet. Oh, mit anderen klarzukommen war viel schwerer, als mich selbst zu finden. Letztendlich war der Blick in den Spiegel und darin Tyler zu sehen der größte Unterschied. Deswegen plane ich meine Mastektomie sofort, nachdem wir das Haus verkauft haben. Endlich kein Binder mehr tragen zu müssen. Gott, das klingt verdammt gut. Ja, total. Damit du es weißt. Ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Egal womit. Danke. Oh, krass. Oh, das war's schon? Okay. Was ist dein Urteil, Ronan? Weißt du was? Ich behalte ein paar. Als Erinnerung, wie weit wir gekommen sind. Ist Eddie, ja? Oh Mann. Das hier liebe ich. Ich sehe so sauer aus. Eigentlich habe ich das geliebt. Na, weil Marianne dir eine Kamera ins Gesicht gehalten hat. Komm schon, zeig mir dein Lächeln. Oha. Oha. Oh, komm. Ich wollte gerade sagen, wie ging das denn nochmal? Das ist doch jetzt noch gar nicht so lange her. Komm schon, Schatz. Lächle wie Allison. Halt deinen Fisch hoch. Es ist nicht mehr mein Fisch. Allison hat ihn gestohlen. Oh.
Meine Schwester, die Fischdiebin. Du hast dich einfach angestellt. Habe ich das? Ja, ich habe nur auf der Veranda geholfen, ihn zu reinigen. Eddie musste dich zwingen zu teilen. Okay, Tyler, leicht löchriges Gedächtnis, ja? Ja. Allison, ich habe dich schon dreimal gebeten, den Couchtisch aufzuräumen. Ups, hab's vergessen. Okay. Ja, dann machen wir ihn schnell sauber. Danke. Währenddessen gucke ich mir die Möbel an. Den Couchtisch willst du sicher behalten. Ja, ja, natürlich. Ja. Ist das okay? Klar. Ich will eigentlich keine Möbel mit nach Denali nehmen. Und wenn ich eine Basis in Juno brauche, hast du ja alle nötigen Möbel. Wie unverbindlich von dir. Okay, ich behalte ihn. Oh nein, Spielzeug! Hast du vor, dieser Sessel gefällt mir wirklich. Ja, das Ding ist schon, aber schon etwas modrig. Setz dich erstmal und guck, ob du dich an den Schimmelgeruch gewöhnen kannst. Wenn ich recht überlege, vergiss es. Ja, wenn er sagt, vergiss es, dann kann er weg. Noch was für die Mülldeponie. Oh Gott, ich könnte das Stunden mit weitermachen. So, haben wir denn noch irgendwas? Ja, der Tisch ist jetzt sauber, ne? Zu guter Letzt. Es fällt mir schwer, aber die Sofas wandern alle auf die Deponie. Ganz deiner Meinung. Ich glaube, ich habe ein dauerhaftes Knieproblem vom jahrelangen Anstoßen an den Sofakanten. So, das war's dann im Wohnzimmer. Du bist von deinem Dienst befreit. Grandios. So einfach war das mit dem Tisch. Oh, hier ist tatsächlich noch irgendwo eine Erinnerung. Sachte. Lass dir Zeit. Er wird nicht plötzlich hochspringen und Cha-Cha tanzen. Was ist mit mir? Ich will auch den Fisch putzen. Es ist nicht mal dein Fisch. Du hast nichts gefangen. Oh, nur weil du die ganze Zeit geredet und alle Fische verjagt hast. Pass bitte auf, was du tust. Oh. Alice, wenn diese Hälfte fertig ist, kannst du die andere übernehmen. Klingt das fair? Ja. Hast recht. Ich habe mich wirklich angestellt. Denn darunter. Oh, da sind zwei Sachen. Was macht das denn hier unten? Steht denn da? Die Kobolde waren hier. Ist das Kaugummi? Ich fürchte, das war ich. Wow, was für ein krasses Kaugummi, dass das so lange gehalten hat. So, wir machen noch ein paar zwei Sachen, dann gucken wir mal uns die Sammlerstücke an. Tun wir nur damit. Können wir das denn überhaupt noch verkaufen? Probieren wir es. Vielleicht kann das jemand neu lackieren. Hab total vergessen, dass wir kurz eine Wühlmaus hatten. Arme Wühli. Hier ging es echt mies, als wir sie gefunden haben. Gut, dass Mary Ann wusste, was mit verletzten Wildtieren zu tun ist. Lasagne! Lasagne! Esst erst euren Salat. Danke, Tessa. Du rettest mir das Leben. Oh, mach dir keine Gedanken. Das sind nur Überbleibsel vom Restaurant. Was ist mit Wühli? Sie muss auch was essen. Oh, da hast du recht, Schatz. Sie kann meinen Mais haben. Hier, bitte, kleine Maus. Du musst auch hungrig sein. Scheint, als hätte Tessa damals noch keinen Stock im Arsch gehabt. Ja, ich muss echt aufpassen. Weil unser letztes Gespräch mit Tessa war irgendwie viel härter, als ich es haben wollte. Gehen wir doch mal ganz kurz
Nicht in die Geschichte. Kurz die Sammlerstücke anschauen. Hören wir uns mal ein paar der Geschichten an. Die listigen Kobolde sind zwei geschickte kleine Diebe, die unter dem Haus der Prinzessin leben. Obwohl sie allerlei Schabernack anstellen, haben sie ein gutes Herz. Der wilde Jäger ist grausam und unbarmherzig. Wenn er die Jagd eröffnet, ist niemand mehr sicher. Er jagt seine Beute bis ans Ende der Welt, wenn nötig. Niemand kann seinen stechenden Augen entkommen. Die kluge Prinzessin ist aus einem weit entfernten Land in den Wald gekommen. Niemand weiß, wovor sie geflohen ist, denn allein beim Gedanken daran muss sie fürchterlich weinen. Die Tiere des Waldes lieben sie, denn sie ist großzügig und hat eine reine Seele. Die fromme Pelikandame ist die Freundin der Prinzessin. Sie hat einen magischen Schnabel voller Essen, der niemals leer wird. Der Eiskönig herrscht über den ganzen Wald. Er ist so mächtig, dass es niemand wagt, sich ihm zu widersetzen. Okay, also so wie ich es bisher so verstehe, ist in den Geschichten die kluge Prinzessin deren Mutter, die listigen Kobolde halt die beiden. Der wilde Jäger, keine Ahnung. Die fromme Pelikandame würde ich mal schätzen, dass es wahrscheinlich Tessa ist. Und der Eiskönig, keine Ahnung. Große Froschdame? Die große Froschdame ist ein quirliges Geschöpf, das immer gütig sein will, aber auch unermüdlich viel tratscht. Der Eiskönig hat sie einmal bestraft, indem er ihr sein größtes Geheimnis verriet. Wenn sie es jemals verrät, verliert sie ihre Stimme auf ewig. Oder könnte die Froschdame Tessa sein? Weil Tessa tratscht ja, glaube ich, auch relativ viel. Keine Ahnung. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Ja. Gibt hier noch irgendwelche interessanten Dinge? Wir können uns den Tisch anschauen. In den Kühlschrank. Gucken wir mal. Oh, was ist denn hier? Küchenauflauf. Ja, ja, Küchenauflauf. Kuchenauflauf. Eine Dose Kirschen, eine Dose Ananas. 250 Gramm gehackte Walnüsse. Oh, okay. Die Zwillinge mochten keine Walnüsse, sondern eher Schokolade später. Mehl, Salz, Zucker, Birkensirup, okay. Butter, was haben wir noch? Okay, mit Schokoriegel belegen. Oh Mann, das jeden Tag. Aber nettes Rezept. Antike Geräte, ihr bleibt hier. Obwohl, der Ofen sieht noch ganz okay aus. Nix da. Wir werden den Ofen nicht verschieben. Okay, der Ofen, er bleibt da. So, ich guck mal in den Kühlschrank. Hungrig? Wir haben jede Menge nichts. Oh, ich hatte gehofft, du machst mir eines dieser Ketchup-Gurken-Sandwiches. Es tut mir leid, Sir. Die Essiggurken sind leider aus. Wie wär's mit einem Sandwich nur mit Ketchup? Es scheint noch eine Flasche da zu sein. Yeah. Sagt der, der Erdnussbutter mit Ranch-Dressing gegessen hat. Naja. Wenn ich mal so denke, 10 Jahre alt Ketchup. So, was haben wir denn hier im Bad? Danke fürs Reinigen der Schränke. Nicht gern geschehen. Riechen wir mal. Ravinzara. Oh Gott, ich kann das noch schmecken. Pack es weg. Was ist Ravinzara? Sag A. Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass ich damit Rasierschaumbärte geschnitten habe. Ja, genau. Ach, das sind diese Holzstäbchen, ne? Okay, was man nicht so alles hat. Oder hatte. Aber hier ist schon, wenn ich das so richtig sehe, vieles oder das meiste markiert. Was ist mit der Kommode?
Wenn deine Handtücher vermodern sollen, bitte. Da hat er eigentlich recht. Du hast recht. Wegschmeißen. Super Reflexion. Kann ich auf Toilette gehen? Nö. Oh, was haben wir denn hier? Noch mehr Bilder. Oh, so Barhardcore kann man bestimmt noch verkaufen. Das Zeug, Zeug und mehr Zeug. Marianne die Elster. Ja, ne, wenn man kein Geld hat, dann nimmt man halt dann kann man halt irgendwie alles halt mitnehmen und irgendwie verwenden. Haben wir bei uns in der WG auch gehabt und ich finde, das hat super funktioniert. Hallo, das war super kaputte muckelig. Geräte und Probleme des zukünftigen Besitzers. War die Maschine nicht repariert? Ja. Ja, okay. Also der ganze Raum wird weggeschmissen. So, ich gehe noch mal kurz an den Küchentisch, dann geht's nach oben. Schäbiger Tisch und wackelige Stühle. Müll, was willst du damit? An diesem Tisch gab es viel zu viel abgelaufenes Essen. Oh, oh Gott, was ist das für ein Gestank? Oh, was stinkt hier so? Riecht wie leckerer Abfall. Ja, wirklich lecker. Oh, da ist es Stinkehosen-Sam. Stinkehosen-Sam! Kommt schon, Kinder. Sam riecht so, weil er ein Stinktier aus der Scheune gerettet hat. Seid nett. Ein Stinktier? Was habt ihr mit ihm gemacht? Geht's ihm gut? Ha, bestimmt. Es war auf Futtersuche und hat dann festgesteckt. Brauchte nur einen kleinen Schubs auf seinem Weg. Sam Kensky, der Stinktierheld. Ich weiß noch, dass er mich damals beeindruckt hat. Und ich wollte auch ein Wildtier-Superheld sein. Oh, okay, guck mal. Will er heute immer noch, ne? Was hat Sam ihn ganz schön beeindruckt? Ich glaube, das haben wir hier unten soweit alles durch. Dann geht's ab nach oben. Kann man hier irgendwas auswählen? Und was sagt man dazu? Mehr Zeug. Unten schauen. Doch still, na? Welch schöner Schein. Oh, halt, du bist es nur. Super clever. Oh, in der Deckenlampe steckt ein Papierflugzeug fest. Vielleicht mit einer Geheimnachricht unserer vergangenen Ichs? Wie kriegen wir das darunter? Vielleicht mit dem Ball? Okay, mal sehen, ob ich das noch kann. Loppen? $5, dass du verfehlst. Ja, das sind jetzt $5. Oh mein Gott, wow. Das ist krass. Was ist? Allison ist ein absoluter Loser. Deine Beleidigungen sind auch nicht besser als damals. Perfektion vergeht nicht. Grandios. So, schauen wir, ob wir hier noch was in den Regalen haben. Vielleicht können wir uns den Papierflieger dann ja nochmal anschauen. Paddel haben wir uns schon angeschaut. Hey, hast du oben fertig gepackt? Nee, dafür gibt es da viel zu viel Kram. So, gucken wir uns Teddy nochmal an. Rate, wen ich hier hab? Belloni. Ali Belly Belloni? Aber ja, eine Teeparty mit dir wäre ein Traum. Erneut. Zum dritten Mal heute. Können wir den behalten? Ich will den mitnehmen. Oh.
Wir sollten unser altes Spielzeug sammeln und es spenden. Was meinst du? Ich sagte, wir sollten unser Spielzeug spenden. Oh, gute Idee. Außer vielleicht ein oder zwei. Softie. Ja, ich würde auch mal immer zwischendurch mal sowas lieber ein, zwei Dinge mal aufbewahren. Einfach nur, weil sie vielleicht einen sentimentalen Wert haben, aber auch manchmal... 5 kleine Affen springen auf dem Bett. Hey, Tyler, wie geht 5 kleine Affen nochmal? 5 kleine Affen springen auf dem Bett. Einer fällt herunter und muss ins Lazarett. Die Mama ruft den Doktor, der Doktor sagt nett, ihr kleinen Affen springt nicht auf dem Bett. Wo ist denn das jetzt? Ja. Ihr kleinen Affen, springt nicht auf dem Bett. Oder aus dem Baum. Sag das nicht. Mom wird so wütend sein, dass du ins Krankenhaus musstest. Sie sorgt sich zu viel darum, was andere denken. Alles in Ordnung da oben? Ja. Wann kommt Mom nach Hause? Sie ist bald zu Hause. Hat jemand Hunger? Nein, mir geht's gut. Danke. Gott. Hast du mich erschreckt, als du vom Baum gefallen bist? Ich hab den ganzen Weg zu Tessa geheult. Das Krankenhaus war irgendwie aufregend. Nur der Teil danach mit Marianne, der nicht so. Ich erinnere mich noch an Tessas Blick, als sie endlich nach Hause kam. Wenn Blicke töten könnten, stimmt's? Ja, und Marianne war voll daneben. Hey Allison, mach mal eine Pause mit mir. Machen wir mal eine kleine Pause. Hast du das Feuer wieder an? Ja, ich koche etwas Wasser. Willst du was trinken? Ja, einen Tee. Earl Grey oder Chai? Weder noch. Ich mach mir eine gute alte Tasse Kaffee. Eine große Tasse Aufwachsaft? Papa braucht seinen Treibstoff. Oh, bin ich froh, dass Eddie uns Kaffee besorgt hat. Psst, hast du das gehört? Der Eiskönig sendet uns eine Warnung. Bitte was? Der Eiskönig? Wer war der Eiskönig denn jetzt? Das interessiert mich fesselnd. Zur Strafe, sagte der Eiskönig, wirst du aus dem Wald verbannt. Und wenn du vor dem Neumond zurückkehrst, spürst du meinen Zorn in deinem Bauch und hörst ihn im Wind. Glaubst du wirklich, der Eiskönig würde so etwas tun? Er wirkt zwar bedrohlich, aber er ist immer fair und nie gemein. Oh ja, du hast recht. Vielleicht sagt er den Kobolden, sie sollen ihren Opfern helfen? Tolle Idee, Schatz. Denken wir beim Essen drüber nach. Ich werde hier alles gut verstauen, während ihr euch die Hände wascht. Packst du sie ein, damit sie nicht schmutzig werden? Natürlich, Schatz. Ich finde meine düstere Version immer noch besser. Wir haben so viel Zeit in dieses Buch gesteckt. Ja. Wir hatten so viele Zeichnungen und unvollständige Geschichten. Glaubst du, die sind noch in der Küche? Wir sollten nachschauen. Ach, ich würde eigentlich... Ernsthaft, ich habe Angst, wenn wir jetzt hier unten weitermachen, dass wir jetzt... Hey Allison, schauen wir uns unsere Zeichnungen verpassen. An. Allisons erste Entwürfe. Klar. Weil ich nichts dazu beigetragen habe. Komm schon. Klar hast du das. Dass sie das alles aufgehoben hat. Sie ein paar Wochen an den Kühlschrank zu heften, hätte doch auch ausgereicht. Weißt du noch, wie wir immer taten, als wären wir Kobolde? Kam dir jeder Gedanke, dass Marianne vielleicht die Prinzessin in den Geschichten war? Ja. Sie nannte ihr Schlafzimmer das Prinzessinnengemach. Und sie war ganz allein im Wald, in diesem Haus, bis wir kamen. Das war sie. Allein, aber mit ein paar Freunden, die ihr zur Seite standen. Was machst du da? Recherchieren.
Also, wenn Marianne die Prinzessin war, wer war dann der ganze Rest? Und jetzt geht's los. Ach, komm schon, mach mit. Müssen wir das jetzt machen? Ach nein. Ja. Wer war der ganze Rest? Das Ding ist halt, wenn wir jetzt mal das Bild da so sehen. Also ich denke immer noch, Pelikan ist Tessa. Der Bär könnte Sam sein. Und der Elch halt Eddie. Rest, keine Ahnung. Erinnern wir uns mal. Ja, wir erinnern uns. Müssen wir zuweisen? Ach, no way. Okay, wer ist das so in der Mitte? Ist das Eddie? Links ist Tessa. Du kommst dahin. Der Bär war der hilfreichste von allen. Er war immer da. Auf der Pirsch? Was? Nein. Ich meine, er war wirklich immer da, lauernd. Armer Elch, das wird ihm nicht gerecht. Schon gerecht. Irgendwie ironisch, was? Weil er die Hand des Gesetzes war? Nur ist das Gesetz nicht wirklich gerecht. Fertig? Pelikan. Sie war die großzügigste. Ja, aber es gab immer einen Haken. Guck mal, das wurde sogar von Tyler gemalt. Wir wurden alle von Tyler gemalt, oder? Ja, ich würde sagen, das ist richtig so, oder? Ja, das passt doch. Und wie kann ich das jetzt bestätigen? Tyler zeigen? Können wir noch etwas anderes machen? Okay, ich glaube, das war's. Bist du sicher? Definitiv. Na, was sagst du dazu? Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Und was ist mit denen? Keiner von ihnen wirkt wie eine echte Person. Oder der hier. Ja, eindeutig Marianne. Warum eine Prinzessin? Keine Königin. Sie war anti-autoritär. Ja, sie wäre keine gute Herrscherin gewesen. Ja, die menschlichen Eigenschaften, die du den Waldtieren zugewiesen hast, regen wahrlich zum Nachdenken an. Zweifellos. Okay, die Pilze und die Eule hatte ich bisher nicht und jetzt hab den noch, ne? Das ist der wilde Jäger, oder? Oh Gott, ich habe jetzt gar keine andere Möglichkeit. Okay. Beeil dich lieber, oder der wilde Jäger erwischt uns! Ins Versteck! Hier lang! Was passiert hier? Ich weiß nicht. Ist er hier? Ist er wirklich hier? Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Verschwinde! Ja! Zurück in den Wald! Was? Das hatte ich ganz vergessen. Wir haben so getan, als sei er wirklich da. Und dann war er es plötzlich. Das war aber nur das eine Mal, oder? Allison? Wir haben das Zimmer oben noch nicht geschafft. Es fühlte sich so echt an. Es war... Nichts. Unsere Fantasie ging mit uns durch. Toll. Hallo? Sam Kansky, Meister des schlechten Timings. Diese Unterhaltung ist noch nicht vorbei. Ich bin dann nach oben.